Ein Tier, worauf wahrscheinlich viele von euch auch gewartet haben. Und zwar der Phönix. Ja, der Phönix ist nämlich mit dem neuen Arc-Patch rausgekommen. Und ich muss sagen, er ist ziemlich, ziemlich cool. Und ich werde ihn euch jetzt einfach mal präsentieren in diesem Video. Also erstmal gucken wir uns seine Attacken an. Er hat einmal die Linksklick-Attacke, seine erste. Da beißt er einfach nur ganz normal, so wie auch ein andere Dinos. Nur seine Attacken, also beziehungsweise das Beißen, setzt Tiere in Flammen. Also sie verbrennen dann und bekommen etwas Feuerschaden. Die zweite Attacke, auf Rechtsklick, da spuckt er einen Feuerball, der ebenfalls Tiere in Brand setzt und Feuerschaden macht. Der einzige Unterschied an dem ist halt, dass du damit aus der Ferne angreifen kannst. Und seine letzte und finde ich coolste Attacke ist, wenn du im Fliegen, der kann übrigens nur fliegen, er kann nicht landen, die Space-Taste gedrückt hältst, wird er immer schneller und chargt dann in diesen Charge-Modus hier, und wenn du dann an Tieren oder Spielern vorbeifliegst, werden sie einfach in Brand gesetzt. In dem Modus ist es allerdings ziemlich schwer zu lenken. Und der Phönix ist sozusagen unsterblich gegenüber Feuerballs, denn man kann ihn mit Feuer, also beziehungsweise wenn du ihn in Brand setzen willst, wird er dadurch nur geheilt. Also kannst du ihn zum Beispiel, wenn du jetzt einen Phönix gezähmt hast und er fast am Verrecken ist, kannst du ihn einfach mit einem Flammenwerfer beschießen und dann hat er schon wieder volle Leben. Noch dazu fungiert der Phönix als Schmelzofen. Du kannst da nämlich Eisen und Fleisch drin kochen. Und das geht, soweit ich weiß, viermal schneller als in einem gewöhnlichen Ofen. Deswegen holt euch lieber einen Phönix. Wenn der Phönix sterben sollte, hinterlässt er eine kleine Feuerexplosion mit einer Animation und er wird danach in ein Häufchen Asche zerfallen. Wenn du den Phönix zähmen willst, ist es gar nicht mal so schwer. Du brauchst einfach nur ein Fire Iron und musst ihn so lange mit Feuer bespucken, bis er halt gezähmt ist. Das Problem an einem Phönix ist, ihn erstmal zu finden, denn er spawnt nur während einer Hitzewelle und er ist auch nur so lange da, wie die Hitzewelle da ist. Und es gibt immer nur einen einzigen auf ganz Scorched Earth. Also viel Spaß erstmal beim Suchen. Aber wenn du ihn dann gefunden hast und ausreichend Feuer auf ihn spuckst, dann kann das schon was werden. Du tust dir übrigens leicht, ihn zu finden, wenn du ihn nachts suchst während einer Hitzewelle, weil dann sieht man ihn halt. Und übrigens, die Asche leuchtet auch im Dunkeln. Und als ob der Phönix nicht schon genug kann, er kackt Siliziumperlen. Ja, und zwar 15 auf einmal, da habt ihr ein gutes Stück Siliziumperlen einfach ausgeschissen bekommen. Also der lohnt sich schon, der ist schon so ein All-Around-Tier. Und er kann mit seiner Zähattacke jegliche Gegenstände abbauen, also sowohl Steine als auch irgendwelche anderen Materialien. Und allem in allem finde ich, der Phönix ist eigentlich eine sehr coole Kreatur. Kann man sich auf jeden Fall holen. Ich hoffe, es war informativ und tschüss.